Hallo Leute und herzlich willkommen bei der nächsten Kanalvorstellung. Heute ist der gute Vita Pato dran. Du hast einen schönen Banner, sag ich mal, mit Minecraft und FIFA. Da steht Minecraft und FIFA. Machst du okay? Livestream-Kanal, alle Kanäle soweit verlinkt, das ist ganz cool. Dein Profilbild ist auch nicht schlecht, finde ich. Kann man machen und ist ein bisschen unterschiedlich vom Kanalbanner, was ich recht cool finde, weil manche Leute haben ja einfach den Kanalbanner und das Profilbild sieht im Endeffekt genau gleich aus. Wollen wir mal in die Kanalinfo bei dir schauen? Was hast du da stehen? Herzlich willkommen hier auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Hier werde ich versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Hier bekommt ihr nun noch ein paar Infos über mich und meinen Kanal. Ich, Name Vita Pato oder Flo. Alter 15, 19.08.1999. Wohnort Nähe Köln, NRW. Für alle, die nicht wissen, was NRW heißt, Nordrhein-Westfalen. Projekte. FIFA 15 bis FIFA 16. League of Legends. Hardware, Micro, T-Bone, SC400. USB, Arbeitsspeicher 8 GB RAM. Aufnahme Camtasia Studio 8 und Fraps. Bearbeitung Camtasia Studio 8. Falls du sonst noch irgendwelche Fragen hast, stell sie mir doch auf Twitter mit Hashtag VitaPato. Community 21.11.2014, 100 Abonnenten. Hast schön deine Kanäle hier verlinkt. Zur Kanalbeschreibung muss ich halt sagen, du hast zwar geschrieben, wer du bist, du hast auch dein Alter geschrieben, du hast auch deinen Wohnort geschrieben, aber ja, das könnte man noch ein bisschen vervollständigen. Und wenn du schon mit Hardware anfängst, dann würde ich nicht nur Mikro- und Arbeitsspeicher machen, dann würde ich auch die CPU-Leistung machen, die Grafikkarte und so. Das mit dem Programm finde ich auch nicht schlecht, dass du da Programme mit reingeschrieben hast, die du benutzt. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ja, ansonsten ist eigentlich in Ordnung. Lass uns doch mal schauen, ob du Playlisten bzw. Thumbnails hast. So, Playlisten sind vorhanden. Alles schön ordentlich geordnet, wie sich das auf einem guten Kanal gehört. Wollen wir gleich mal die Videos gucken. Und du hast Thumbnails. Sind zwar überall fast dieselben, aber ich finde, die sind eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Und ja, da kann man auf jeden Fall so lassen, würde ich sagen. Also die sind wirklich gut. Wir gucken uns jetzt mal das neueste Video von dir an. Zumindest einen kurzen Ausschnitt davon. One Touch. Da sollte der Ball hin. Und am Torwart vorbei. Und da ist das. Da ist das, Alter. Mann. Hey Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Teil von FIFA 15 Ultimate Team. Es gab jetzt so lange kein Video mehr und das hatte ja die Gründe, dass ich halt eben mehr für die Schule gemacht habe und Deutschvorträge, zurzeit noch Praktikumssuche bin. Also ist zwar erst in 5 Monaten, aber muss gemacht sein. Jo, und ich bin halt jetzt eben so in der Lage, dass ich wieder Videos machen kann. Ich bin ein bisschen, würde ich sagen, krank. Weil ich einfach, ich weiß auch nicht. Krank ist halt krank. Aber, ich würde, lol, ist das mein Team? Nee. Schön wär's. Das ist mein Team, wär halt, aber Ramos ist verletzt, der Ogo braucht einen Vertrag. Können den 95er geben. Ich habe keine Packs gezogen oder so. Es gab ja die, wie heißen die Spieler auf, ne? Die blauen halt. Auf die Gear und, da hätte ich eigentlich mal ein paar Specials machen können, aber nicht müssen. Und, jo. Ich hoffe, ihr habt Verständnis einfach dafür. Tja, ich mache halt nicht, ich mache halt nur Videos aus Spaß, sage ich mal so. Ich bin zwar bei Mediakraft unter Vertrag,
Aber ich mache das Ganze hier natürlich auch nur, weil es mich. So. An sich ein sehr cooles Video. Mal schauen, was du für eine Videoqualität hast. Bei mir können wir es leider nicht in der vollen Qualität gucken, weil ich eine schlechte Internetleitung habe und das eh schon wahrscheinlich am Anfang etwas geleckt hat. 720p HD ist in Ordnung. Kann man auf jeden Fall so lassen. Ich mache ja auch nichts Besseres für 720p HD. Und ja, Kommentarstil ist eigentlich gar nicht schlecht. Gefällt mir. Und das Spiel FIFA ist an sich auch gar nicht übel. Aber es geht ja jetzt hier nicht um das Spiel FIFA, sondern es geht jetzt um deinen Kanal. Ja, okay. Ja, das ist der Kanal-Trailer, den wollen wir uns jetzt nicht angucken. Was ich noch zu deinem Video sagen möchte: Du hast so ein, ich sag mal, wie soll ich das sagen, Template-Intro. Ich denke zumindest, dass es ein Template ist, weil das habe ich schon so oft mittlerweile gesehen. Dieses Intro, und ich denke wirklich mal, dass es ein Template ist. Das könntest du auf jeden Fall verbessern. Ansonsten, ja, mach einfach weiter, wie du das gerade machst im Moment. Dein Kanal läuft gar nicht mal schlecht. Du hast auch schon 109 Abos. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr viele, dann bist du schon bei mir. Also bei meiner Obergrenze. Und ja, dann würde ich sagen, ich gebe dir 8 von 10 Punkten. Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten kannst du noch verbessern, die ich hier angesprochen habe. Aber ansonsten recht guter Kanal. Das war's auch schon wieder von dieser Kanalvorstellung. Wenn ihr euch bewerben wollt für die nächste Kanalvorstellung, dann macht es doch ganz einfach mit dem Link in der Beschreibung unten. Ich glaube, zweiter oder dritter Link wird das sein. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Endcard. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meiner Endcard. Ich hoffe, die Kanalvorstellung hat euch ein bisschen gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, würde mich ein Daumen nach oben freuen. Auf der linken Seite kommt ihr jetzt zu meinem letzten Video. Auf der rechten Seite kommt ihr jetzt zu Vita Pardos letzten Video. Und schaut doch mal auf seinem Kanal vorbei. Er ist hier verlinkt oder der erste Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.